Es ist Cypher-Samstag und draußen regnet's. Ja, los geht's. Nochmal von vorne. Es ist Cypher-Samstag und wir sind bei Gruppe B vom Viertelfinale. Ihr wollt Musikalität und Subway, bitte Schlüssel wieder rum. Ihr wollt gleichbleibende Mucke, komm und gib mir einen Grund. Flow ist seinem Stil wieder treu. Nachdem er letzte Runde nicht so ganz in Stimmung für was Witziges gewesen ist, kommt er jetzt wieder mit Ironie und Wortwitz um die Ecke. Er ist am musikalischsten, hat den chilligsten Vibe, den besten Flow, die ohrwurmigste Hook, das beste Video, die gute launigste Runde, die besten Lines, das beste Gesamtpaket. Die Liste ist ziemlich lang, aber bei 50% ist ja Feierabend. Beim ersten Mal hören war ich ein bisschen unterwältigt, aber je öfter man... Das ist schon geil. Also beim ersten Mal hören 32 Punkte ist auf jeden Fall, ja. Damit ist ja bei mir insgesamt Platz 2. Sich das gibt, desto besser wird es und desto mehr Positives fällt auf. Er hat zusätzlich noch am meisten Flow-Variationen und insgesamt den abwechslungsreichsten Track diese Woche. So viel zu meinem Vorsatz, dass ich es mit den Prozenten ruhiger angehen lassen wollte. Aber Flow hat sich das alles verdient. Gopniki, 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 Gopniki. Wir sind Gopniki, Gopniki. Wunder dich nicht, wenn vor deiner Tür Kotze liegt. Gopniki, 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 wir sind Gopniki, Gopniki, fliegen auf Alkohol hoch, aber fallen tief. Gopnik ist diese Woche nicht ganz so easy zu bewerten, denn es ist ein Kollabo-Track mit Sensory und Camro. Und Camro geht am meisten in die Fresse, aber die Runde geht nicht am meisten in die Fresse. Am Anfang gibt es die stabilste Atmosphäre und es handelt sich um den heftigsten Kollabo-Track. Trotzdem muss ich leider sagen, dass Camro hier alles in den Schatten stellt, was einerseits natürlich geil ist, aber auf der anderen Seite Gopnik selbst als eher schwächelnd darstellt. Na, finde ich nicht. Gopnik hat zwei solide Parts, meiner Meinung nach. Natürlich, Camro geht halt am meisten ab, aber ich finde nicht, dass es Gopnik irgendwie schwächt. Stehen lässt. Camro ist das absolute Highlight der Runde und der Woche. Sensory liefert auch ab wie gewohnt und es war ein cleverer Schachzug, ein solches Collabo-Event aus der Sache zu machen. Aber wenn Gopnik hier weiterkommt, dann muss er in der nächsten Runde nochmal auf 3-Streifen-Flow-Niveau abliefern. Ich würde schon sagen, Gopnik auf der 1 meiner Meinung nach. Bleib freitags daheim, schreib meine Zeilen, jederzeit für seinen Traum einen Preis. Oder die ohrwürmigste Hook, das ist klar. Bin es so leid, mein Kreis wieder klein, wird keinem verzeiht, flieg jetzt an euch vorbei, wird den Platz verlieren. In meiner Atmosphäre. Parker bringt einen interessanten Thementrack. Es geht um den Struggle hinter den Kulissen. Das stundenlange, tagelange, wochenlange Alleinsein, um irgendwelche kreativen Sachen zu schreiben, in seinem Fall seine Zeilen. Etwas, womit sich jeder, der einer kreativen Tätigkeit nachgeht, identifizieren kann. Wenn ich zurückdenke, wie viele Tage und Nächte ich in den letzten 10 Jahren am PC gesessen habe und irgendwas für euch geschrieben oder gescriptet habe, anstatt feiern zu gehen oder sonstiges zu machen, was man halt so macht, dann ist gerade das hier ein Lied, das ich zu 100% nachvollziehen kann. Aber der Weg nach oben ist nun mal ein steiniger und einsamer. Doch hier liegt auch die größte Schwachstelle von Parkers Runde. Denn nur Macher können sich damit identifizieren und das sind die wenigsten, weshalb kaum einer was mit... Ja, leider. Aber es ist auf jeden Fall ein nicer Song, meiner Meinung nach. ...Parkers Runde anfangen kann. Das ist schade, aber nachvollziehbar. Denn die meisten sind Konsumenten und keine Produzenten. Leider. Ist halt echt so. Sollte meiner Meinung nach mehr Produzenten geben, aber ja... Das Ding ist dann aber auch irgendwo, dass einige Produzenten dann auch keine Aufmerksamkeit bekommen würden. Das ist halt auch so ein Ding. Das Drumherum interessiert halt so gut wie niemanden. Wie etwas entsteht, ist unwichtig. Ja, das ist halt leider so. Und keine Ahnung, das finde ich tatsächlich auch geil an dem Song, dass er halt das irgendwie aufklärt. Auch wenn das Ding ist halt, da es halt niemanden interessiert, hat Parker damit halt vollkommen recht mit diesem Song. Was es entsteht, ist das, was juckt. Der Otto-Normalversager, der bei McDonalds die Pommes schwenkt und sich abends, wenn er nach Hause kommt, erstmal eine Line reinzieht, um auf sein scheiß Leben klarzukommen, hat halt einfach keine Ahnung von echten Struggles. 10% für die absolute Anti-Mainstreamigkeit und sowas im Viertelfinale rauszuhauen, zeugt von Eiern, also... Ja, auf jeden Fall. Also Parker, souverän meiner Meinung nach. 10% für die dicksten Eier diese Woche und 10% für den diebsten Song. Okay. Ich bin gespannt, ob Julian Punches auch so feiert wie die meisten von Punches Anhängern irgendwie. Weil Punches hat er an sich so einen riesen Hype. Ich weiß, ich habe gesagt, so langsam verstehe ich, woher der kommt, aber irgendwie
kann ich halt trotzdem nicht verstehen, wie Parker halt einfach so gegen Punches untergehen konnte. Aber Punches hat halt auf jeden Fall das beste Thema, das ist klar. Punches hat Zukunftsmusik gebracht, fast so wie Dame. Übrigens, es ist zwar eine alte Reaction von mir, aber ihr könnt gerne auf meine Reaction zu Zukunftsmusik von Dame reagieren. Ist, glaube ich, meine vierte Reaction insgesamt. Bei Punches geht es darum, dass die Menschheit das Krebsgeschwür der Erde ist. Eine recht verbreitete Ansicht, die ich auch teile. Generell geht es um die Selbstzerstörung der eigentlich dümmsten Spezies. Auch wenn es heißt, dass wir die intelligenteste sind. Aber wir sind, klar, wir sind die am weitesten fortgeschrittene Spezies, aber genauso die dümmste. Keine andere Spezies zerstört sich selbst, also Paradoxon vom Feinsten. Interessant dabei ist, dass er das aus der Perspektive des Jahres 2200 erzählt und dann sagt, dass man ja 2020 noch was hätte machen können. Also der Versuch eines Weckrufs. Punches. Ja, das ist schon sehr schlau gemacht, meiner Meinung nach. Runde geht am meisten in die Fresse, er hat den geilsten Beat, das geilste Konzept, die stabilste Message, kreativstes Thema und beste Technik. Er schafft es nämlich reimtechnisch. Oh, der kriegt sogar die 50% von Julian. Dann kann es wirklich schwer werden für Gopnik. Und inhaltlich ein Höchstlevel zu halten. Ich weiß nicht, ob es reichen wird, aber Punches gehört für mich ins Halbfinale, egal wie das Voting aussieht. Für mich die stärkste Runde der Woche, auch wenn mir bei Flow mehr Prozente eingefallen sind. Okay, ich glaube, damit wisst, Dings, wie heißt der, Dings? Entweder ist Gopnik auf der 1 oder auf der 3, ich bin mir unsicher. Aber Punches ist safe auf der 2 und Parker leider letzter. Ah, okay, Gopnik ist raus. Flow hat ihn mit den Likes überholt, okay. Also mit den Bewertungen Likes und Dislikes. Das wird ja zusammengezählt, wird aber. Das sagt aber halt keiner. Alter, der hat da echt mehr geschafft als das meiste insgesamt. Krank. Das ist krank. Flow und Punch ist im Halbfinale. Gopnik ist raus. Eieiei. Schade. Schade, aber ja. Ich sag's offen und ehrlich, ich bin eigentlich mit jedem zufrieden. Das hat jeder meiner Meinung nach ins Halbfinale verdient. Muss ich echt sagen. Auch wenn ich seit Gopnik und Flo am meisten gegönnt hätte, es hat schon jeder verdient. Ja. Wir gehen in die nächste Pause. Diesmal sind es 4 Wochen, aber natürlich gibt es jeden Samstag ein bisschen Bonusmaterial. Musikalität und sagt, ey, bitte Schlüssel wiederum. Ihr wollt gleich bleibende Mucke, komm und gib mir einen Grund. Für's 5 Sekunden halt sich treu zu bleiben, die Bitte nehme ich an. Ich mach das, worauf ich Bock hab, bis jeder Kritiker verstummt. Ja. So, was soll ich sagen? Och, wenn es Gopnik meiner Meinung nach am meisten verdient hätte. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich bin mit jedem zufrieden. Es hat jeder verdient. Also von daher, ja, kein Problem.